Mahlzeit, liebe Leute, euer Justus Cornelius ist wieder am Start hier. Von Hassan Porsche gewechselt auf echten Porsche. Ja, huscht. Nee. Ich möchte euch heute mal meinen 996 vorstellen. Ich werde auch dazu mal ein Kaufberatungsvideo machen, ein bisschen mit dem E36, E46 M3 vergleichen und vielleicht einen oder anderen sichtbar machen, warum das an sich für das Geld das bessere Auto ist, sinnvollere Auto und dass man mich mal vielleicht ein bisschen versteht, warum ich mich gerade für die Kiste hier entschieden habe, die Möhre. An sich, ja, voll verzinkt, Allrad, 3,6 Liter, 320 PS, 370 Newtonmeter, 0-100 Werksangabe von 0 auf 100, 5 Sekunden. 100, 200 müssen wir messen. Ich habe vorhin einen Versuch gemacht, auf der Autobahn 0-100 zu machen. Bei dem 0-100-Versuch ist mir aufgefallen, ja, okay, die Kupplung packt den Start nicht. Ja, gut, ne? Die Kupplung packt das nicht, weil Allrad und Grip ohne Ende. Und dann denke ich sich so, okay, dann wäre vielleicht eine Sintermetall-Kupplung sinnvoll. Ich habe da auch keinen Bock dran, ewig viel rumzutunen oder gar. Ich will eigentlich gar nichts tun. Weil an sich ist das Auto ja perfekt. Selbst wenn es nur der kleinste Motor ist, den es im Facelift gab. Haben wir ja bewusst fürs Facelift entschieden. Ich habe mich da ordentlich drüber belesen über das Ding, weil die V-Facelift 3-4er Motor, die haben gerne mal Motorschaden von Haus aus. Auch der hier war ein V4-Wagen von Porsche, hat bei 37.000, 35.000 Kilometern einen neuen Motor bekommen. Ja. Da Porsche-Leute sagen, gut, dass er schon mal einen hat, weil so ein neuer Motor, den zu revidieren oder sowas, das kostet halt mal 15.000 Euro, den machen zu lassen. Ein neuer Motor kostet natürlich mehr, aber ansonsten sind die Dinger, wenn man die vergleicht, unterhaltstechnisch echt günstig. Und von einem 316i kannst du dir im Unterhalt zwei Porsche leisten. Klingt komisch, ist aber so. Generell so die Verschleißteile sind identisch zum E36, die Preise, die Versicherung ist extrem günstig. Das glaubt man gar nicht. Aber an sich macht das ja Sinn, weil nicht so viele hergestellt von den Dingern. Porsche-Fahrer sind eh nicht so typische BMW-Fahrer, die jeden Winter gefühlt 100 Stück in den Graben schmeißen. Sind halt die etwas bewussteren Fahrer. Ne? Service ist bei dem alle 2 Jahre fällig, alle 20.000 Kilometer, ab einem bestimmten Baujahr glaube ich sogar alle 30.000 Kilometer. Und wenn man bedenkt, bei BMW E36, E46 sind es jährlich alle 15.000, dann spart man sich da schon die Hälfte an Wartungskosten. Also schon die Hälfte an Versicherung und die Hälfte an Wartung. Wie gesagt, wenn so scheiße überall, wo ein Porsche-Logo drauf ist, das ist teuer. Der Rest, wo nichts drauf ist, okay, Kotflügel, weil ja alles voll verzinkt ist, ist dann halt wieder ein bisschen teurer.
aber hält sich alles in Grenzen. Hält sich echt alles in Grenzen, aber deswegen bin ich echt happy bei dem Ding. Man kann echt auf dicke Hosen machen, obwohl ich das eigentlich gar nicht unbedingt möchte, weil ich eigentlich den Hobel hier nur zum in der Ecke stehen habe, damit ich dann ein paar Jahren den verhökern kann und von dem Geld mir vielleicht die Anzahlung für Haus oder Wohnung gönnen möchte, weil sparen kann ich nicht, aber Autos kann ich. Der war eh so günstig, ich könnte den eigentlich schon für viel mehr verkaufen, weil der hatte einige Macken. Andere mit der Laufleistung, mit der Ausstattung, teilweise 5.000 bis 7.000 Euro teurer. Die Scheinwerfer, wenn wir uns die Front hier anschauen, okay, kann man das sehen? Ja, Steinschläge hier gerade. Der hat hier überall Steinschläge. Ist ein Porsche, der wurde gerne mal auf der Autobahn wahrscheinlich gejagt. Ist ja nicht verkehrt bei so einem Auto. Das darf er, das kann er. Aber wenn man sich dann hier die Scheinwerfer im Vergleich zu anschaut, kein einziger Steinschlag. Bixenon-Scheinwerfer. Die sind neu gekommen. Zwei Stück sind bestimmt nicht günstig. Von daher ist schon mal ein Pluspunkt. Dann hat er hier nigelnagelneue von 519 Kontis drauf bekommen. Konti Sportkontakt 2 oder wie die heißen. Na, wo steht's? Continental. Ja, Continental Sportkontakt 2 in der Dimension von hinten 285 3018, vorne 255, nee, 225 40 ZR 18. Die sind bestimmt auch nicht ganz so billig. Aber hey, es ist schon mal ein bisschen was drauf gekommen. Keine Billo-Linglong-Reifen. So, dann. Das Coole auch, gleich gehen wir zur Ausstattung. Beim Facelifter hat man wenigstens hier ein Handschuhfach. Vor Facelift gibt es kein Handschuhfach. Auch Lederarmaturenbrett. Schickef, wo bist du? Tada. Das Interessante, was ich finde, was das Ganze echt sympathisch macht. Hier, Porsche Zentrum Nürnberg Erlangen, wurde der Motor bei 36.000 getauscht. Das ist cool. Im Prinzip ist es Nürnberger und ich habe den aus Richtung Nähe München geholt, quasi wieder nach Hause geholt. Letzter Service war bei 151.000 Kilometer. Jetzt hat er 173.000 Kilometer. Im Prinzip ist jetzt der Service fällig. Ah, ist okay. Mache ich halt bei Porsche Service. Im Prinzip ist aber Scheckheft gepflegt. Ja. Scheckheft gepflegt, ist Scheckheft gepflegt, würde ich mal sagen. Schöne drei Speichen Sportlenkrad. Das gab es auch mit vier Speichen. Ich glaube aber nur beim Vorfacelift. Schöne große 16 zu 9 Navi. Es gab das 4 zu 3 Navi, gab es auch. Ist aber halt hässlich. CD-Halter hat er, Telefon hat er, Klima hat er, Sitzheizung hat er. Hat er alles. Was auch ganz geil ist, hier drauf drücke auf den Knopf. Da unten ist einer. Man kann den scheiß Heckspoiler rausfahren. Neuen Porsche-Zuschauer. Ich bin an sich ein BMW-Fan. Ich liebe meine alten BMWs. Aber das hier ist schon für mich eine komplett neue Welt. Für mich gibt es auch nur drei Autos, die gescheit sind. BMW, Mercedes und Porsche. BMW und Mercedes sind so eine Augenhöhe und Porsche ist halt schon so
Ding, ne? Weißt du, Chef. Und jetzt, wo ich dann die Halle loswerd, mein Projektauto losgeworden bin, wollte ich jetzt keinen Rückschritt machen und oder nicht auf der Stelle treten, deswegen auch Porsche, ne? Ich denke, damit macht man nicht viel falsch. Was ich auch geil finde, diese Riesen, also du hast hier ewig viel Platz. Also ist schon alltagstauglich, diese Kiste hier. Und schön ist sie. Ist sehr 90er angehaucht, aber ich mag die 90er. An sich ist er schon sehr eigenständig und auch mit den Scheinwerfern muss man sich dran gewöhnen. Aber wenn man das Auto fährt und das einen so Spaß macht, dann verliebt man sich in das Ding einfach. Punkt. Und ich habe schon so viele Autos gefahren. Und gerade mit dem E36 hast du so unbedingt das Bedürfnis, das Auto zu tunen, weil es einfach so viel Potenzial hat. Aber okay, jetzt mit dem KW-Fahrwerk, mit den KW-Stabis, mit den Domstreben und so weiter, fährt er sich auf der Straße der E36 besser. Aber wie nah ein Serien-Porsche mit kaputten Dämpfern vorne, weil er hat vorne kaputte Dämpfer, scheißegal, fährt er sich so nah an der Perfektion, so, was aber beim Porsche viel, 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 viel besser ist, ist das Lenkverhalten, das Einlenkverhalten. Wie schnell, auch bei schnellem Tempo, wie du einlenken kannst, das ist brutal. Das kriegst du mit einem E36 nie im Leben hin. Ja. Deswegen bin ich teilweise am Überlegen, ob ich hier, weil die Dämpfer vorne kaputt sind, einen KW einbaue. Oder das Serie lasse, weil an sich ein Porsche vielleicht schon ein bisschen Serie lassen möchte jetzt nicht. Ah, ich möchte nicht abgehoben klingen, ne? Weil hier an sich für mich ist es nur ein Auto, ja. Das ist ein teures Auto, aber es ist halt alt, aber im Prinzip trotzdem nur ein Auto. Jedes alte Auto hat Macken und sonst da was. Kann kaputt gehen, kann scheiße sein, auch wenn da Porsche, Lamborghini oder Ferrari draufsteht. Das sind alles alte Kisten, die kaputt gehen können. Nur weil das teuer ist, heißt das nicht, dass das gut sein muss. Siehe Ferrari. Ja. Gut. Innenraum finde ich geil. Schöne. Schönes. Schiebedach hier. Was ich auch ziemlich geil finde, ist den Blick nach hinten. Das ist schon alles sehr. Ich finde das cool. Das, sowas hatte ich vorher noch nicht. Das macht schon Spaß. Ne? Ist alles einfach ziemlich cool. Das ganze Auto ist cool. Hier mit kleinen Handschuhfach mit zum Abschließen. Aschebecher. Ich finde das geil. Auch mit elektrischen Sitzen, Memory-Funktion. Machen wir hier die Kacke auf. Und ja. Schöner, schicker Hobel. Eigentlich wollte ich den gar nicht so viel fahren, aber aktuell komme ich eigentlich nicht drum rum, den jeden Tag irgendwie für jeden Scheißzweck zu fahren, weil das Auto einfach so viel Spaß macht. Da ist jetzt der Kofferraum, da habe ich jetzt schon mal die Bremse, die hinten gemacht werden muss, dabei. Die machen wir dann später in einem anderen Video. Das ist jetzt der CD-Wechsler. Hier für die Bremsflüssigkeit da hinten haben wir Scheibenwischer, hier ist die Batterie drunter. Die ist auch relativ anfällig bei dem Ding, weil der Ruhestrom recht hoch ist. Schön hohl. Später schauen wir dann mal auch unter den Rock, wenn wir dann auf die Bühne fahren. Hier haben wir den Motor. Im Prinzip schaut er auch noch echt frisch aus. Der hat irgendwo hier einen Schlauch. Ist recht ölig hier oben. Ah, den sehe ich gerade bloß nicht. Letztes Mal habe ich ihn gesehen. Im Prinzip ist das der Motorraum. Ne? Riemen muss mal geneuert werden. Ansonsten Luftfilterkasten. Ziemlich klein hier alles. Aber ja, mein erster Boxer.
Ja, hier hinten haben wir eben die Bremse. Da ist eben nicht mehr viel Belag, vielleicht nur noch ein Millimeter. Auch interessant, 300er Durchmesser hinten an der, die Bremsscheibe 300er Durchmesser. Das ist fast M3-Niveau auf der Vorderachse. Die Endrohre finde ich eigentlich auch ziemlich geil. Manche mögen die nicht. Aber ja, mal was anderes. Generell diese rundliche, elegante Form ist einfach nur schick. Was meint ihr? Also, ich habe ein bisschen Schiss, dass ich vielleicht ein bisschen prollig abgehoben mit der Kiste jetzt wirke. Aber ich weiß ja noch nicht. Ihr seht ja jetzt erst Februar das Video. Vielleicht sogar im Februar. Und jetzt ist Dezember. Ich hoffe mal, ihr nehmt das Ganze cool auf. Es wird halt jetzt halt nicht so viel geschraubt mehr. Aber vielleicht können wir ja ganz andere Videos machen. Schreibt noch unten drunter, was ihr noch sehen wollt von dem Ding. Aber auf jeden Fall. Genau, die Problematiken. Weil, wo ich den geholt habe, ging einiges an der Elektronik nicht. Beziehungsweise der Verkäufer hat mir die verschwiegen. Deswegen war wahrscheinlich auch so günstig. Anführungsstrichen. Kostet ja auch Schweinekohle immer noch. Problem ist, wir sehen, Scheibenwischer funktioniert. Jetzt noch. Wenn ich jetzt den Hobel hier starte. Geht nichts mehr. Lüftung, kommt nichts mehr raus. Sitzheizung geht nicht mehr. Auf der Heimfahrt, oder Licht geht auch nicht mehr. Nur noch Standlicht. Auf dem Heimweg, wo es dann das Regnen angefangen hat und es dunkel geworden ist. Ich habe nicht gewusst, was los ist. Aber Zündschlüssel ist kaputt. Also das Zündschloss. Ich habe noch nur ein bisschen gedreht. Jetzt geht die Lüftung wieder. Jetzt geht die Heizung wieder. Oder? Und der Wischer geht wieder. Und das Licht geht auch wieder. Wenn man bedenkt, wenn er gedacht hat, dass alles hier von Licht, weil die Scheinwerfer wurden ja neu gemacht, die Xenon-Scheinwerfer, das hat bestimmt nicht wenig Geld gekostet, die B-Xenon-Scheinwerfer zu tauschen. Das war bestimmt schweineteuer. Ich habe noch nicht geschaut, was die Original bei Porsche kosten. Wenn er sich gedacht hat, scheiße, jetzt habe ich jetzt die Scheinwerfer schon getauscht und das funktioniert immer noch nicht. Wenn der hat Navi geschaut, Belüftungen hat er geschaut, die Sitzheizung hat er bestimmt geschaut. Und es, wenn er nicht da drauf gekommen ist, weil er zu blöd war, bei Porsche vorbeizuschauen, oder vielleicht haben die bei Porsche oder bei seiner Werkstatt das auch nicht rausgefunden. Der Schalter kostet 60 Euro bei Porsche. Und wenn er deswegen 7000 Euro mit dem Preis runtergegangen ist, damit die Leute den kaufen, dann ist das echt guter Deal. Okay, Bremsen sind fällig, vorne die Dämpfer sind fällig. Aber hey, das sind keine 7000 Euro. Service ist fällig, das sind immer noch keine 7000 Euro. Service bei Porsche, Ölwechsel, kostet 400 Euro. Mit Bremsflüssigkeit wechseln 600 Euro. Bei Porsche im Zentrum. Das ist noch in Ordnung. Und dann hat man einen Porsche-Stempel im Serviceheft. Ich finde das okay. Ich finde das echt okay. Soundcheck machen wir mal noch schnell.
aktuelle Stand der Limo. Da ist nicht mehr viel drin. Martin sein Golf 2 ist Asche weg. Der Skoda ist immer noch da. Und schauen wir mal. Erstmal schauen, wo wir den Bock hier überhaupt aufbocken. Was ich ganz vergessen habe zu zeigen, was ich auch total fesch annehme. Wunderschön. Kfz findet in dir immer noch die schönen Sportsitze. Ich finde solche geil. Wollte ich nochmal erwähnt haben. Ah ja, und der Handbremshebel ist aus echtem Aluminium. Schaut zwar nach Plastik aus, ist es aber nicht. Genauso wie der Griff beim Handschuhfach. Das sind so die Feinheiten da. So, oben ist er. Ich bin den jetzt schon knapp 1000 Kilometer gefahren, seit ich ihn habe. Und wie wir sehen, die Hauptproblematik hier zwischen Motor und Getriebe. Hier ist er angeflanscht, wo er eigentlich immer undicht ist. Ist er komplett trocken. Das ist halt wirklich... Jetzt hat er hier eine Undichtigkeit, das ist aber nur ein leichtes Schwitzen. Es ist halt altes Auto. Schaut halt rostig aus. Der wurde auch im Winter gefahren. Hier die Dinger. Das ist halt so. Koppelstangen schauen in Ordnung aus. Die Lager schauen halt nicht in Ordnung aus. Das hintere Fahrwerk schaut an sich super aus. Das ist alles Zustand her in Ordnung. Getriebe sifft nicht. Generell das ganze Zeug schaut sauber aus. Nach vorne, also hier der Unterboden, sauber für die 170.000 Kilometer und den 17 Jahren, die er auf der Buckel hat und auch immer im Winter gefahren worden ist. Okay, Dämpfer ist halt echt müde. Ja, das sind jetzt halt die blanken Stahlteile, die halt offen liegen. Aber das ist halt echt unproblematisch. Muss ja nichts können. Schaut eigentlich alles noch einfach nur nach einem alten Auto aus. Aber theoretisch könnte man sofort wieder TÜV drauf machen. Das ist alles unproblematisch. Bis auf den Dämpfer vorne. Bremsen hinten machen wir jetzt dann. Ja. Das ist halt typisch Porsche. Die Krümmeranflanschungen, die bestehen fast nur noch aus Rost. Aber das ist normal bei den Dingern. Ja, die Schellen schauen auch schon danach aus, als würden sie ein bisschen Liebe gebrauchen. Der hält auch nicht mehr lange. Ja, machen wir halt mal alles neu, das kostet ja alles nicht die Welt, das sind nur ein paar Euro. Wenn man sich den noch so anschaut, keine Dellen, so kein Rost. Einfach nur ein gelebter Porsche. Ich mag den immer mehr. Jetzt muss er nur noch lange halten und so wenig Probleme machen wie möglich. Weil sonst habe ich da einen riesen Fehlkraft gemacht, wenn der dann anfängt Probleme zu machen. Was meint ihr? Lasst mich wissen, auch wenn ihr jetzt meint, komm, jetzt macht er keinen E36 mehr. Ja, stimmt ja nicht. Ich habe ja noch den Kompakt. So ein Idiot, De-Abo oder meint er? Cool, was Neues. Schauen wir mal rein. Schauen wir, was aus der Kiste hier wird. Vielleicht schaffe ich dann später auch noch Messung 0-100 zu machen oder 100-200. Schaue ich auf der anderen Autobahn, die ein bisschen freier ist und wenigstens dreispurig. Bei der anderen, wo ich es vor uns versucht habe, war zweispurig und da war zu viel los. Da bin ich nicht schneller als 230 gekommen und dann musste ich behutsam beschleunigen.
Und ansonsten, Servus Lehr unter D. Man sieht sich zum Bremsenmach-Video.